heute mal ein Video, ein FAQ, weil so viele Fragen da sind. Fragen über Fragen, die wo ich jetzt gerne beantworten möchte. Die erste Frage ist von der Michi, der wo mich ganz ernsthaft fragt, mit was für Schuhen ich unterwegs bin. Michi, mit Hausschuhen, mit was sonst? Eine Wahnsinnsfrage, aber gut und berechtigt. Ich trage, wenn ich auf Wanderungen bin oder in sonstigen sportlichen Aktivitäten unterwegs bin, Trekkingschuhe von der Firma Salomon. Die finde ich wahnsinnig geil, mit einem super Fußbett. Die liebe ich sehr. Die habe ich hauptsächlich an. Oder ich bin mit schwere Bergschuhe unterwegs. Momentan trage ich da einen von Hanwag. Früher war ich nur mit Meintelschuhe unterwegs. Beides sehr geil. Super Qualität. Hebt ihr. Beide heben circa 10 Jahre. Danach löst sie leider das Gummi und die Sohlen auf. Da kannst du nichts mehr machen. Aber für 10 Jahre ist das okay. Passt schon. Ja. Die nächste Frage war von einem Typen, der wo wissen wollte, wann zeigst du uns deine Survival Skills? Gute Frage. Momentan nicht, weil ich da speziell Zeit dazu brauche. Da brauche ich den zweiten Typen für die Kamera. Und es wird irgendwann kommen, aber es dauert. Gell? Genauso wie die Bushcraft-Geschichten. Ich habe einen Platz, da wo ich mein Feuer machen kann und alles. Da ist das alles sicher und safe und ich habe die Erlaubnis. Und da werde ich irgendwann Skills geben zum Thema Bushcraft, Langhäuser bauen, Erdbunker bauen und so weiter und so weiter. Was man so beim Bushcraften macht. Ne? Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Dann war eine Frage, ob ich mehr Tage unterwegs bin, wenn ich auf Tour bin, mehr Tagestouren. Klar mache ich auch, hauptsächlich mit dem Boot. Momentan ein bisschen schwierig mit meinem Job zu vereinbaren. Geht halt immer nur in der Urlaubszeit oder wenn ich eine längere Freiphase habe, durch Überstundenabbau oder etc. etc. Ja, klar bin ich länger unterwegs. Ich liebe das, wenn ich keinen Menschen sehe und höre und tief in der Pampa bin. Das ist genau das, was ich brauche. Dann war eine Frage. Warum machst du YouTube? Was bringt dir das? Wirst du jetzt Influencer? Oder. Ich mache das hauptsächlich, weil ich Fotograf bin und weil ich gemerkt habe, dass ich mit der Filmerei meinen Bildern mehr Ausdruck geben kann, indem ich Gefühle erzeuge, indem ich ein Bild in Bewegung bringen und untermale mit Musik. Da kannst du mit Gefühle spielen, da kannst du dich ausleben, kreativ ausleben. Mir geht es ums kreative Ausleben. Ich muss kreativ sein in meinem Leben. Ich brauche das für mich, für meine ganze Vergangenheit zu verarbeiten und so weiter. Das ist für mich einfach wichtig. Und da mache ich es auch für Leute, die wo nicht mehr so raus können in die Natur, die wo zwar Natur lieben und gerne draußen wären, das aber nicht mehr können. Und genau für solche Leute mache ich das auch. Das ist mir auch sehr wichtig. Ich arbeite in einem Kinderkrankenhaus, in einer Rheumaklinik und sehe da junge Kids, die wo sowas niemals im Leben machen können. Die wo einfach benachteiligt sind und ich bin schon immer für die Benachteiligten eingestanden in meinem Leben. Und genau deshalb mache ich das. Und nicht um
berühmt zu werden, das bin ich eh schon. Und um Kohle zu verdienen mit YouTube oder viele Follower zu haben, das ist mir alles nicht so wichtig. Mir geht es einfach um einen kreativen Schaffungsprozess und für Leute, die wo das nicht mehr so lieben können oder leben können. Ja. Genau deshalb mache ich das. Ja, das waren die Fragen, die wo mich so ereilten. Und ich hoffe, ich konnte es euch gut beantworten. Und ihr werdet von mir und von meinem Leben und von meinem Schaffungsprozess noch sehr viel mitbekommen. Bleibt am Ball. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Geht raus in die Natur, erdet euch. Was Besseres zum Runterkommen gibt es gar nicht. Ja. Also haltet die Ohren steif. Ciao. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.